gerade, ich weiß, große Veränderung. Ich sehe es jetzt gerade erst in der Kamera selber. Ja, ich war beim Friseur. Ja, ich habe jetzt nochmal drüber färben lassen, damit, ich weiß nicht, ob man so, man sieht es jetzt überhaupt nicht. Aber halt meine Haarfarbe kommt halt schon sehr durch. Und die Friseurin hat das einfach nur anpasst. Ich finde es relativ kurz. Aber das war halt alles kaputt. Ich glaube, in den meisten Videos hat man das auch gesehen, dass es alles kaputt war. Aber ja, positiv sehen, es wächst eh wieder alles nach. Ja. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Also ich finde es mal was anderes, weil so kurz hatte ich schon lange nicht mehr. Ich bin nur gespannt, was mein Freund sagt, weil der hat es bis jetzt noch nicht gesehen. Also mal gucken. Ja, ich fange an mit dem Video. Ich will meine Pigmentsammlung herzeigen. Lidschatten hatte ich ja schon und deswegen will ich Pigmente herzeigen. Da zeige ich euch gleich ein... Oh, ich habe da zwei rumstehen. Na, seht ihr? Da so fängt es an. Das habe ich ja in letzter Zeit sehr, sehr oft verwendet. Das kann man auch sehen. Das ist das Melon-Pigment von MAC. Das mag ich furchtbar gern. Das habe ich auch bei meiner orangenen Phase sehr, sehr oft verwendet. Was man ja gesehen hat. Und dann habe ich noch eins, das habe ich vor kurzem irgendwann verwendet. Von Essence, ein Pigment. Die hatten ja mal Pigmente. Auch in Limited Editions, weil das war limitiert. Ich zeige euch das mal, wie das ausschaut. Das war so ein limitiertes Pigment, das was nur glitzert. Ich habe davon noch ein zweites. Irgendwo da drin. Dann habe ich drei von diesen MAC-Pigmenten. Ja. Die haben auch ganz, ganz verschiedene Namen. Sind auch limitiert gewesen. Ich glaube, das bringt euch nichts, wenn ich euch die Namen sage. Ich weiß aber, dass ich mit dem meinen Look mal geschminkt habe. Mega alt und sehr, sehr lang her. So sehen die aus. Ich hoffe, dass das Licht okay ist. Ich habe das Gefühl, ich glaube, dass es hell genug ist. Aber jetzt so, wenn ich das in der Kamera sehe, kommt es mir doch dunkel vor. Also hoffe ich, dass das Licht geht. So sieht's aus. Das ist eher so ins Orange-Bräunliche. Ich hoffe, man kann es erkennen. Dann so ins Rosa-Braun. Wo auch ein bisschen lila dabei ist. Und das ist sowieso mein absoluter Liebling. Also diese Teile kann man halt so aufschrauben. Und dann hat man hier das Pigment. Das ist auch eher ein grobkörnigeres Pigment. Könnt ihr das sehen? Aber ich mochte es früher immer sehr, sehr gerne. Ich habe halt leider zu viele Lidschatten. Was ihr ja eh in den letzten Videos gesehen habt. Durch das, dass ich die Sachen halt sehr selten verwende. Aber die sollte ich mal wieder verwenden. Weil das wäre mal eine gute Idee. Dann habe ich noch eins von MAC, das ist das Naked Pigment. Stimmt ja, oder? Ja. So sieht das aus. Das habe ich noch nicht so oft verwendet, aber das werde ich dann zum Verblenden benutzen. Das schaut nämlich so aus wie mein Lidschatten, den ich so gern mochte von MAC. Ja. Dann habe ich noch eins von MAC. Ich weiß. MAC Junkie hoch 10. Das ist das Nebula. Ich bin gut. Das ist das Nebula-Pigment. Da ist noch relativ viel drin. Das habe ich mir mal aus einer Limited Edition gekauft. Das ist so ein ganz, ganz dunkles Braun, aber hat auch so ein Lila, glaube ich, mit drinnen. Ich glaube, das war es jetzt mit MAC. Ja. Dann habe ich halt noch so ganz, ganz viele Glitzer-Dinger. Das war mal von P2, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Das war mal in so einer Faschings-LE drinnen. Ganz, 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 ganz viel Glitzer. Eins habe ich sogar mal für ein Tutorial verwendet. Ich weiß aber nicht mehr welches. Ich weiß auch gar nicht, wie man das benutzen soll. Also jetzt im Nachhinein nicht. Aber ich würde es nicht weggeben. Ich mag das. Ich finde das cool. So wie das da. Das benutze ich meistens immer zu Silvester. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen. Das benutze ich häufig zu Silvester, weil zu Silvester mache ich mir immer Smoky Eyes und da mache ich das Glitzer drüber. Deswegen ist da auch nicht mehr wirklich so viel drinnen. Ich habe gesehen, Catrice hat so ein ähnliches, aber ich habe dann noch eines. Die schauen sich relativ ähnlich, die zwei, wenn ihr das so erkennt. Die schauen sich verdammt ähnlich. Deswegen kaufe ich mir das von Catrice nicht, weil ich habe da noch so eins, was so ähnlich ausschaut. Ich mische die beiden sogar zu Silvester immer. Dann habe ich hier noch ein Hello Kitty Glitzer. Sieht so aus. Ich war richtig so ein Fan von diesen Glitzerdingern. Könnt ihr auch an den beiden hier sehen. Das war mal von einer Zeitung. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Zeitung geheißen hat. Ich zeige euch nur die Farben und nicht den Namen. Weil da steht jetzt nur
Glitzerpuder drauf. Ich glaube, das müsst ihr nicht unbedingt sehen. So, eins in blau und eins in lila. Ich habe keine Ahnung, wann ich das mal verwenden soll. Ich möchte doch irgendwie so mehr Looks schminken, aber irgendwie komme ich nicht dazu. Ja, dann habe ich noch eins von Essence, auch aus dieser Crystal Eyes Delay, glaube ich, hat die. Ich kann das nicht mal lesen. Ich glaube, Crystal Eyes Delay hat die geheißen. Sieht so aus. Das war eher das Weißliche, das andere war so eher bläulich. Dann habe ich mal eines als Tester mir nehmen dürfen. Das ist so ein dunkles Pigment von Essence, auch aus einer Winter-LE war das. Das fand ich richtig schön, deswegen habe ich mir das genommen. Jo, dann habe ich schon eins von Make-Up Factory. Die haben ja jetzt auch aktuell sehr schöne Glitzer-Pigmente, aber da braucht man dieses Glitter-Gel-Ding, damit das hält, und das finde ich irgendwie unnötig. Ja, da habe ich eines, das sieht so aus. Ich hoffe, ihr könnt es überhaupt erkennen. Ich finde, irgendwie ist es zu dunkel. Aber vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Ich hoffe, ich bilde es mir ein, weil ich wollte eigentlich noch ein Video dann drehen, aber okay. Vorher hat doch die Sonne gescheint. Wo ist sie hin? Es ist erst zwei vorbei. Ja, das ist That's My Life. So, dann habe ich hier noch ein Pigment. Das habe ich aber, glaube ich, mal ausgeleert, unabsichtlich. Das hat mir auch jemand mal abgefüllt. Da steht Refill. Das kann ich nicht lesen. Das hat mir, glaube ich, jemand mal geschickt. Ich weiß aber nicht mehr, wer. Dann ist da auch ein... Na, da steht Reflex. Oh, da glitzert irgendwas. Egal, aber ich glaube, ich habe das mal geschenkt bekommen. Bin mir nicht mehr sicher, das ist halt schon so lang her. Das sieht man kaum, das ist so ein ganz, ganz schimmriges. Oh ja, man kann es sehen. Das schimmert so leicht grün. Ich stehe voll auf den. Auf solche Sachen, wirklich. Dann, das habe ich mir als einziger behalten, weil ich hatte davon mal ein zweites. Das ist ein Rival de Loupe Pigment. Die Schrift kann man gar nicht mal mehr lesen. Das hat nämlich so einen Applikator drinnen. Zack. So kommt das dann daher. Ich finde die Farbe schön, aber ich benutze es halt nie. Ja, aber Hauptsache man hat es. Das kennen wir ja eh alle, oder? Dann habe ich hier noch eins von Catrice. Das sieht so aus. Das habe ich früher unbedingt haben wollen, weil ich diese Farbe so schön fand. Und ich habe es bis jetzt, glaube ich, nur einmal verwendet. Und dann habe ich noch zwei Inglot-Pigmente. Inglot gibt es ja bei uns nicht mehr, das gab es ja mal. Ich habe mir einmal so ein ganz, ganz knallig dunkelblaues gekauft. Beziehungsweise richtig neonblau sogar schon fast. Und einmal das grüne. Und das kennt ihr aus verschiedenen Videos, weil das habe ich schon sehr, sehr oft getragen. Und das liebe ich auch. Ich mache es euch mal kurz auf. Da fehlt sogar ein bisschen, weil ich habe das damals mit einer damaligen Freundin geteilt, die beiden. Ja, das finde ich mega schön. Ich wäre auch, glaube ich, mega traurig, wenn das mal leer gehen wird. Obwohl Pigmente, glaube ich, halten eh länger als alles andere. Ja, das war's jetzt mit der Pigmentsammlung. Ich hoffe, dass das Video nicht zu dunkel ist. Das hoffe ich wirklich. Es schaut nämlich sehr, sehr dunkel aus in der Kamera. Und ich glaube, ich habe gezoomt. Jetzt erst recht. Ja, mehr fällt mir eigentlich gar nicht ein. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich bin ein bisschen verwirrt, wenn ich mich so im Display anschaue. Das ist echt ungewohnt, so kurze Haare zu haben. Weil das ist das Kürzeste, was ich bis jetzt hatte. Ja. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und ihr könnt es mir ja gerne mal in den Kommentaren schreiben. Erstens mal wegen meinen Haaren, was ihr davon hält. Ich glaube, euch hat das Schock, der Schlag getroffen, wie ihr das gesehen habt. Und ja. Das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!